Nächster, was hast du? Eine kleine Holzpuppe. Ich bin keine Puppe, ich bin ein richtiger Junge! 5 Schilling für den eingebildeten Holzklotz, schafft ihn weg. Vater, bitte, das darfst du nicht tun, bitte, der Nächste, bitte hilf mir! Was hast du? Herr, ich habe einen sprechenden Esel. Auf die Frage, wie man zum Beruf des Synchronsprechers gekommen ist, hat ein alter Kollege, der leider verstorben ist, gesagt, mit dem Boss. Mit jemandem, der das schon ganz lange macht, da ist es fast, ne, lehnt man sich zurück und am besten lässt man den machen. Also es gibt so Leute, wo man es eher verschlimmbessert irgendwie, weil wenn die so im Flow sind und die Rolle haben und so und das vom Originalton gut abnehmen können, dann muss man eigentlich fast gar nichts mehr machen. Anstrengend ist es natürlich, wenn man jemand Neues hat, den man da ranführt, aber wenn da was Gutes bei rauskommt, und dann bin ich immer glücklich und deswegen, das gibt einem natürlich auch was, ne? Also, wenn man sieht, da ist ein Rohdiamant oder so. Es gibt ein Arbeitswerkzeug tatsächlich für Synchronschauspieler, damit sie deutlich sprechen, ohne dass sie besonders deutlich artikulieren müssen. Und das ist ein Korken. Und den stecke ich mir halt hochkant in den Mund und habe immer so einen langen Übungssatz, wenn ich zur Arbeit fahre. Und dann klinge ich auch ungefähr so. Ungeachtet der legitimen Gesellschaftsstruktur, die in einem Staatswesen und so weiter, sieht ja lustig aus. Nutzt aber der Muskulatur, dass die überdehnt wird, und in dem Moment kann man deutlicher sprechen und sehr schnell sprechen, ohne dass man besonders artikulieren muss. Da gibt es eine Geschichte, die ich schon sehr oft erzählt habe, wo ich morgens im Bäckerladen war, mich mit der Verkäuferin unterhalten habe und gelacht habe. Und da stand dann neben mir eine Dame mit einem kleinen Mädchen und die kam dann, zupfte mich am Ärmel. Bist du der SpongeBob? Und das hat was damit zu tun. Ich habe ja mit der normalen Stimme gesprochen, aber die Stimmfarbe und der Duktus und das Spiel hat die dann eben sofort erkannt. Wenn Sie heute nicht Synchron und Hörspiel sprechen würden, was würden Sie dann machen? Ach, ich würde mich umbringen. Nein, mein Wahlspruch ist eigentlich, ich spreche, also bin ich. Ja, und ich kann mir jetzt im Moment auch nichts anderes vorstellen.